Herzlich willkommen zum Kanal 55 zu einem weiteren Modru. Und zwar schauen wir uns heute Oberfeld von Schlepplift an. Der Mod ist in der Videobeschreibung verlinkt, ihr könnt ihn gerne aus dem Steam Workshop downloaden. Beginnen wir hier direkt mit dem Pistenplan. Das ist der Pistenplan. Wir haben auf der Map insgesamt 21 Pisten. Und hier die Minimap mit einigen Schneekanonengruppierungen. So, beginnen wir dann direkt hier unten, hier vorne bei der Straße. Ja, sonst noch ein paar Daten. Wir haben hier insgesamt 11 Lifte und wie gesagt hier 2 Dörfer. So, beginnen wir dann direkt hier mit der Kugelalmbahn. Hier Parkplatz und so, aber auf jeden Fall führt die Bahn dann bis hier oben hin. Von der Bahn geht dann hier noch eine Piste runter, die sich dann in 2 Pisten nochmal aufteilt. Und hier drüben teilt sich die Piste oben in 2 auf und dann kommt man auch schon hier rüber. Hier haben wir dann den Übungslift Oberfeld. Das ist ein kleiner Schlepplift. Hier neben befindet sich noch auch ein Skirennen ausgesteckt. Der führt dann bis hier oben hin. Ja, hier geht dann eine Piste weiter hier runter. Hier neben führt dann die Straße entlang, aber ich glaube, die Straße brauche ich nicht zeigen, bis zur Oberfeldbahn. Zuerst schauen wir uns aber noch das kleine Dorf hier an. Das ist, glaube ich, das kleinere Dorf von den beiden. Das andere befindet sich ja da drüben und hier sind ein paar Schleppliftstützen. Hier dann noch ein Parkplatz und eine Pistenbullygarage. Und dann kommen wir auch schon wieder hier zurück zur Oberfeldbahn. Ja, die Bahn führt dann hier rauf bis hier drüber und dann bis hier oben hin. Relativ lange Bahn, hat dann auch hier 2 Pisten weg. Einmal den Hang links hinunter und einmal den Hang rechts hinunter. Schauen wir uns die Piste an hier. Die teilt sich dann auch nochmal in mehrere Hälften auf. Kann wieder zurück rüberfahren oder hier runter zu einer Hütte namens Alm Restaurant an der Mulde. Und direkt daneben befindet sich der Grünboden Mulde Lift, der rote Sesseln hat, der dann bis hier oben hinführt. Der hat dann auch sozusagen 3 Pisten weg. Hier sehr steil schwarz runter. Oder hier relativ flach wieder. Ja, auch schwarz hier runter. Und dann hier oben drüber. Und dann hier seitlich blau außen herum. So, wieder hier unten im Tal hier bei der Bahn. Gehen wir jetzt bis hier hinten hin. Und zwar zur Nordwandbahn. Hier befindet sich auch nochmal ein kleiner Parkplatz und der Paketekaufpunkt. Die Bahn führt dann hierauf, hier drüber und dann bis hier oben hin. Die ist relativ breit. Teilt sich dann auch wieder in 2 auf. Die eine geht wieder hier rüber, dass man wieder bis dorthin kommt. Oder wenn man halt wieder hier ins Tal runterkommt mit der Bahn, nochmals rauffahren möchte. So, wir fliegen jetzt zum zweiten Dorf. Dazu führt hier außen eine Straße herum. Und dann hier, ja, das bisschen größere Dorf. Hier haben wir noch ein bisschen Weihnachtsstimmung hier drin. Mit der ganzen Weihnachtsbeleuchtung hier. Eislaufplatz haben wir noch hier. Ich habe übrigens die Sommerversion von der Map gewählt, da man das Painting dann und die Pisten, wenn man sie präparieren lässt, besser sieht. Ah ja, wie ich hier gerade bei dem Pistenplan gesehen habe, hat das Dorf jeweils immer andere Namen. Wir haben hier Oberfeld, was wir gerade vorhin angeschaut haben, und jetzt sind wir bei Niederfeld. Hier selber 1 schauen wir uns die Steinbodenbahn an. Die befinden sich hier direkt neben uns. Die Bahn führt dann hierauf und dann bis hier oben hin. Da gehen dann auch wieder 2 Pisten weg. Einmal hier runter bis zu diesem Lift. Und zwar dem Stein Mahat, wenn man das so ausspricht richtig. Ich weiß es leider nicht. Der Lift führt hier ja sehr nah am Abhang entlang. Führt auf jeden Fall bis hier oben hin. Von dem Lift geht dann hier eine Piste wieder runter hier zu dieser Bahn.
Und hier geht dann auch eine Piste weiter. Hier steht sogar Strommasten auf der Piste. Ja, die Piste führt dann hier weiter. Dann gibt es hier oben noch eine Pistenboulevardage mit einem Speichersee. So, wenn man bei der Piste dann herunterkommt, trifft man direkt auf die Steinbodenhütte. Von der Steinbodenhütte geht ja noch eine Piste weiter runter, die wieder hier zurück ins Tal führt. Hier neben der Hütte befindet sich dann auch schon der Fichtenwaldlift. Zwischendurch auch hier so eine kleine Kapelle. Aber kommen wir zurück zu dem Lift. Der führt dann hier mit einem ja, kleinen Spannfeld hier rauf. Und dann wird es sehr steil bis hier oben hin dann. Und ja, der Lift hat eine Piste, die dann bis hier runter führt. Aber auf jeden Fall führt dann hier die Piste wieder weiter runter. Kann man sich entscheiden, ob man zu diesem Lift hier fährt oder ob man wieder mit diesem Lift nochmal rauffährt oder wieder ins Tal runterfährt. Wenn man nicht ins Tal runterfahren möchte, dann fährt man mit der Hochalmbahn hier rauf und dann wird es sehr steil. Also hier wirklich sehr steiles Spannfeld. Ich weiß nicht, warum es so flackert, an was das liegt hier. Keine Ahnung, vielleicht meine Grafikkarte im kaputt werden oder so. Aber hier auf dem Hang flackert es relativ leicht. Aber kommen wir zurück zur Bahn. Die führt dann hier oben weg und dann gibt es ja auch eine Piste. Einmal hier rechts oder einmal hier links runter. Genau umgekehrt. Soweit ich das jetzt gesehen habe, habe ich alles gezeigt auf der Map. Ich finde besonders das Painting an der Map ziemlich schön, da es nicht so eine Map ist, wo alles ziemlich grau ist, sondern hier ist auch grün drinnen und so, und das finde ich sehr schön. Die Map ist generell ziemlich präparierfreundlich, da ja die Pisten ziemlich schmal sind. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts auszusetzen an der Map. Und ich würde sagen, schreibt eure Meinung gern in die Kommentare zu der Map und dann bis zum nächsten Mal und ciao, Leute, und bye.